Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute den zweiten Online-Autorenlesetag einfach eröffnen darf. Und ich habe mir auch was Nettes für euch ausgedacht, so für die erste Lesung. Und ich mag, bevor ich starte, einfach mal auch nochmal ein großes Dankeschön sagen an den Martin, der das da alles möglich gemacht hat, der die ganze Technik und so weiter uns da vorbereitet hat, dass das für euch heute so hoffentlich so ein Augen- und Ohrenschmaus werden wird. Ja. Und hier ist jetzt, ich bin hier so an meinem Arbeitsplatz und ich bin hier heute aber nicht alleine. Und das möchte ich euch eigentlich ganz kurz am Anfang erzählen. Denn eigentlich hatte ich mir das ja so gedacht, dass ich hier einfach herkomme, mir das gemütlich mache, genauso wie ihr euch das hoffentlich zu Hause gemütlich gemacht habt, wenn ihr zuhört und zuschaut, und dann einfach mein Buch zu lesen. Aber jetzt kommt das große Aber. Heute, als ich die Kamera dann eingerichtet hatte und den Ton und alles nochmal geprüft habe, habe ich so kurz beim Fenster hinausgeschaut und mir gedacht, oh, das ist ein perfektes Lesewetter und ein perfektes Zuhörwetter, denn es regnet draußen, kann man sich gut einkuscheln. Und wie ich da so rausschaue bei meinem Fenster, plötzlich macht es hinter mir so. Und ich denke mir, was war denn das? Das Geräusch, das habe ich noch nie gehört, so ein. Und ich drehe mich um und hier an meinem Arbeitsplatz, in meinem Arbeitszimmer, sind die zwei hier. Und ich schaue die so an und sage, wer seid ihr denn? Und sag mal, wie seid ihr denn in mein Arbeitszimmer gekommen? Und die zwei schauen mich genauso an und sagen, wer bist du denn? Und was machst du denn in unserer Hexenküche? Und ich habe mir gedacht, Hexenküche? Wie? Was? Ich bin doch die Sabi Kasper. Und das hier, das ist mein Arbeitszimmer in meiner Wohnung in der Menschenwelt. Und dann haben die beiden gesagt, wie, wo, was? Sabi Kasper Arbeitszimmer. Das ist doch unsere Hexenküche im Hexenland. Und dann hat dieser hier gesagt, ja, genau, hat er gesagt, du, ich glaube, du solltest mal erzählen, was denn da heute so bei uns passiert ist. Und dann haben sich die vorgestellt, die zwei. Das hier, das ist die Rosine Rabenfuß. Und ich weiß nicht, ob ihr es gleich erkannt habt, das hier, ja genau, das ist eine kleine Hexe. Jetzt würde ich mal gerne von euch wissen, ihr habt sie da so rechts daneben, könnt ihr in den Chat einfach ein bisschen hineinschreiben. Ich sage auch gleich dazu, das dauert immer ein bisschen, bis es bei mir ankommt, aber versuchen wir es einfach mal. Ich habe das ja nicht gleich gekannt, dass das eine Hexe ist, aber woher hättet ihr denn gemerkt, woran hättet ihr denn gemerkt, dass es sich bei der Rosine Rabenfuß um eine Hexe handelt? Schauen wir mal. Oh! Der Hexenhut, schreiben Aline und Lukas. Ja, genau, dieser spitze Hexenhut. Genau, vielleicht hat sie jemand so von der Seite gesehen, die Rosine, und vielleicht da was erkannt. Vielleicht hat sie nicht nur diesen spitzen Hexenhut an den Haaren, schreibt die Freya. Ja, genau, an den Haaren, weil die so ganz schön bunt sind mit Rot und Schwarz. Und vielleicht auch an der Nase, denn oft heißt ja, dass die Hexen so eine ganz spitze Nase haben. Genau, also ich sehe schon, zum Glück, puh, da bin ich sehr froh, da sind ein paar Hexenexpertinnen und Hexenexperten von euch dabei. Ich glaube, die können wir heute wirklich gut gebrauchen. Denn das hier, das ist der Rabe von der Rosine. Und magst du mal deinen Namen selber sagen? Das ist der. Das ist der Rara. Und nachdem sich die beiden bei mir vorgestellt hatten, haben die dann auch ein bisschen erzählt, was denn da heute so passiert ist. Die beiden. Du musst wissen, die Rosine, die ist noch eine Vorschulhexe. Also die geht noch nicht so in die richtige Hexenschule, sondern die lernt mal erst so ein bisschen Hexen 1x1 und Hexen ABC in der Vorschule schon. Und
Sie würde aber schon gerne zaubern können und hexen können, wie eine ganz große Hexe. Und jetzt hatten die ja auch, jetzt waren die ja auch von der Schule zu Hause und dann war es denen auch ziemlich langweilig oft. Und dann hat die Rosine gesagt, ach, rara, hat sie gesagt, ich würde doch total gern irgendwas Aufregendes machen. Und dann sind die beiden auf den Dachboden geklettert. Auf den Dachboden. Denn vielleicht wissen das ja manche von euch, auf den Dachboden, da findet man oft ganz, ganz besondere Schätze. Und die sind hinaufgestiegen, die zwei, bis ganz hinauf ins Hexenhaus, ins Windschiefe. Und dann haben die mal rumgekramt und haben alte Koffer aufgemacht und Truhen. Und dann haben sie gefunden, so abgebrochener Hexenbesen. Nein, das war nicht wirklich gut. Und Hexenstinkesocken. Nein, nein, das war noch ganz, ganz, ganz schlechter. Aber dann, unter einer großen alten Decke, haben sie gefunden ein Buch. Ein Hexenzauberbuch haben die gefunden von der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma von der Rosine Rabenfuß. Und die Rosine hat gesagt, oh ja, hat sie gesagt, lass uns doch ein bisschen herumhexen. Und wisst ihr, was der Rara gesagt hat? Der hat so gesagt, kommt gar nicht in Frage, hat er gesagt, kommt gar nicht in Frage. Rosine, du bist doch noch eine Vorschulhexe. Und das sind so richtig arge und ganz, 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 ganz wichtige Zaubersprüche. Mit denen sollte man nicht so herumhexen. Und dann hat sie gesagt, aber Rara, hat sie gesagt, wir könnten es ja zumindest ein klitzekleines bisschen probieren. Und dann hat die Rosine so in das Buch hineingeblättert und geschaut und geschaut. Und dann hat sie gesagt, oh, Rara, hier drinnen, da gibt es ein Hexenspruchrezept für Schneckenschleimpudding. Brrr. Schneckenschleimpudding, das ist etwas, das der Rara sehr gerne isst. Würdet ihr gerne Schneckenschleimpudding essen? Ist das etwas, was ihr hexen würdet? Brrr. Sagt uns das mal. Da hat die Freya hat vorher geschrieben, cool. Ja, jetzt bin ich gespannt, Freya, ob du den Hexen Schneckenschleimpudding auch cool finden würdest. Wie würde euch denn das schmecken? Schneckenschleimpudding. Sagt mal, wie wäre das denn für euch? Nein, ja genau, mir ist es genauso gegangen früher. Ich habe auch gedacht, mir würde das gar nicht schmecken. Aber die beiden haben herumgehext und haben sich die Bäuche und die Alina und der Lukas, die schreiben, ja genau, so habe ich es mir auch gedacht, Schneckenschleimpudding. Und dann haben die noch so weiter herumgehext und haben so Schlangenhautmuffins gemacht. Auch nicht wirklich gut. Aber die beiden haben sich durch das ganze Buch gehext. Und eine Hexenköstlichkeit, schreiben der Tobias und Luise, ja, auch bei Schneckenschleimpudding und Schlangenhautmuffins, ja genau. Und die haben sich durch das ganze Buch gehext und haben sich die Bäuche vollgeschlagen. Und dann, auf der allerletzten Seite, da hat die Rosine gesagt, oh, schau mal, Rara. Bäh, kommt hier nochmal und kommt hier nochmal. Genau, ihr habt es ganz, ganz richtig einfach auch erkannt. Aber auf der letzten Seite, da war ein ziemlich, ziemlich cooler Hexenspruch. Denn da konnte man hexen einen rosa-roten Elefant. Jetzt würde ich mal gerne von euch wissen, wer von euch würde denn auch gerne einen rosaroten Elefant hexen können, sich herhexen können? Sagt's mal denn, wie schaut das bei euch aus? Wer hätte denn auch gern einen rosaroten Elefant, so wie die Rosine Rabenfuß? Ja, die Freya hat gern einen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, so vielleicht. Oh, und Tobias und Luise hätten auch gern und Alina und Lukas auch. Ich hätte es auch gern, muss ich ganz ehrlich sagen, nämlich vielleicht so mit großen, großen Ohren. Das würde mir schon gut gefallen. So, und dann haben diese beiden den Hexenspruch ausprobiert. Aber anstatt den rosaroten Elefant herzuhexen,
haben die beiden offensichtlich bei dem Zauberspruch irgendetwas durcheinander gebracht. Und plötzlich waren sie raus aus dem Hexenland statt rosaroter Elefant. Ja, das war ziemlich blöd. Und so sind die heute bei mir gelandet. Und wir haben dann überlegt, wir haben dann gesagt, naja, was können wir denn jetzt machen? Und ich habe gesagt, naja, ich kann jetzt gar nicht so viel machen, ich habe eine Lesung und da komme ich ja gleich dran. Aber wir haben dann ausgemacht, wir schicken eine SMS, eine Nachricht. Ja, genau, oh, so habe ich auch getan. Ich habe auch gesagt, oh, das ist ziemlich blöd. Und ich habe dann gesagt, wir schicken mal eine Nachricht ins Hexenland. Und die Rosine hat gesagt, oh ja, das ist eine gute Idee. Und wir haben eine Nachricht geschickt an die Suse Munde Sauerzack. Denn die Suse Munde Sauerzack, das ist die Cousine von der Rosine. Und das ist schon ein bisschen eine ältere Hexe. Und jetzt hoffen wir, dass vielleicht die Suse Munde Sauerzack vielleicht eine Nachricht zurückschickt oder bei uns auf dem Handy anruft und dass sie uns sagen kann, was ist denn das, was wir machen können, damit die beiden wieder zurückkommen ins Hexenland. Tja, so schaut's aus. Und ich habe mir gedacht, während wir hier warten, ob die Suse Munde da irgendwas schickt oder vielleicht bei uns anruft oder so, könnte ich ja mal das Buch zwischendurch lesen. Weil deshalb seid ihr ja eigentlich hier, dass wir mal das Buch anschauen. Und ich setze mal den Rara hierher. Schaut's mal her. So, den setze ich da her, dass der gut zuschauen kann. Ja, so. Und dann. Was ist denn das? Was ist denn das? Oh, Rosine! Schau mal, wo kommt denn das her? Schaut mal, das ist ein Paket? Rosine. Und da steht sogar ein Name drauf. Schau mal, Rosine, da steht dein Name drauf. Ha, schaut mal her, was auf diesem Paket steht. Da steht drauf, Rosine Rabenfuß. Und darunter steht Sabi Kaspers Arbeitszimmer. Ja, und sogar der Bezirk steht da drauf. Rosine. Ja, wo ist denn das jetzt hergekommen? Sollen wir da mal hineinschauen? Okay, du denkst, dass es vielleicht aus dem Hexenland kommt. Na, schauen wir mal. Ich mach's mal auf. Oh. Schaut's mal. Da ist eine Rolle, eine Schriftrolle drinnen. Sollen wir die mal aufmachen und hineinschauen? Ich glaube, ich mache die mal auf und schau mal, was wir da haben. Hui! Rosine, hilf mir mal kurz. Wow! Das ist aber ein ganz langer Brief. Schaut mal, den kriegen wir gar nicht richtig drauf da. Rosine, schau einmal. Ich glaube, ich lese euch den einfach mal vor, damit wir dann wissen, womit wir es hier zu tun haben. Also, da steht, liebe Cousine Rosine, Zauberpannen, das ist, wenn beim Zaubern was schief geht, sind echt öd. Dich wegzuhexen, das war blöd. Doch schick ich dir ein Zaubertuch, mit diesem brichst du deinen Fluch. Und für den Raben Rara ist auch ein Hut zum Reisen da. Mach keinen weiteren Schabernack. Susemunde, Sauerzack. Oh, und da unten, da hat sie sogar noch ein PS geschrieben, Rosine. Schau mal, da steht PS. Komm schnell zurück ins Hexenland. Der König gibt heute bekannt, wer die beste Hexe ist von Buckeltal bis Krötenmist. Ich nehme teil an dem Turnier. Bitte drück die Daumen mir. Ha, Rosine, hast du gewusst, dass dort in dem Hexenland heute ein Turnier stattfinden wird? Was? Ah, du weißt nicht so ganz genau, was ein Turnier ist. Ah, ja, das ist sowas wie ein Wettstreit, wo zum Beispiel, das gibt es zum Beispiel bei den Menschen, gibt es zum Beispiel so, da gibt es ein Turnier, wo die Menschen versuchen, wer am schnellsten laufen kann oder wer am höchsten springen kann oder wer der Stärkste oder die Stärkste ist. Und offensichtlich
Gibt es so einen Wettstreit heute auch bei euch, Rara, bei dir und bei der Rosine im Hexenland? Ha, was sagst du, Rosine? Ah ja, das kann ich gut verstehen. Die Rosine, die ist ein bisschen schüchtern, die traut sich nicht so ganz in die Kamera sprechen. Aber sie hat gerade gesagt, dass sie natürlich voll gerne bei diesem Turnier dabei wäre. Vor allem, weil ihre Cousine ja daran teilnimmt. Okay. Aha. Ah, du meinst, wir sollen mal schauen, was sie geschickt hat. Sie hat ja gesagt, sie schickt ein Tuch, ein Zaubertuch zum Beispiel. Sollen wir da mal hineinschauen? Ja, okay, schauen wir mal. Oh, das schaut gut aus. Ich glaube, mit dem Zaubertuch, da kriegen wir die Cousine, die Rosine ganz sicher zur Cousine. Also, Rosine, was sagst du? Ist das ein gutes Zaubertuch zum Rei zum Reisen? Oh. Oh. Was denkt ihr denn von diesem? Du glaubst, Freya, das ist ein gutes Tuch zum Reisen? Ja, aber schaut mal genau hin. Glaubt ihr, hat das noch Zauberkraft? Ich glaube, da hat sich irgendjemand so durchgeknabbert. Was denkt ihr? Schaut's mal. Hoppla. Ja, das schaut ein bisschen aus wie ein Hoppla. Könnt ihr sehen? Ja, Freya, du denkst auch, dass das kein gutes Zaubertuch mehr ist. Ich befürchte auch. Schaut's mal, da hat sich so vielleicht eine Maus oder eine Ratte durchgefressen. Oh je, Rosine. Ich glaube, dieses Tuch, die Kinder haben recht. Ich glaube, das, mit dem kann man nicht mehr reisen. Aber eine Maus. Freya denkt, es ist eine Maus. Ja, ich denke auch. Schaut mal, könnt es nochmal genau anschauen. Schauen wir nochmal. Schaut's nochmal. Ja, ich glaube, ihr habt das ganz richtig erkannt. Das wird eine Maus gewesen sein. Puh. Aber, die Suse Munde hat ja noch was Zweites geschickt. Sie hat gesagt, sie schickt einen Hut zum Reisen. Da glaube ich, das wird klappen. Schauen wir mal einfach. Oh, das schaut gut aus. Ich sehe den Hut schon. Das ist gut. Schaut's mal, Rosine, das ist super gut. Da, ich glaube, mit diesem Hut, da können die ganz bestimmt ins Hexenland zurückreisen. Schaut's mal. Da, das ist ganz gut. Au, au, was hat mich denn da gezwickt? Eine Ente? Ja, kleine Ente, was machst du denn in diesem Hut da drinnen? Was machst du? Oh, schaut's mal. Ich glaube, ich weiß, was diese kleine Ente macht. Ich muss ganz vorsichtig noch heraus. Diese kleine Ente hat sich den Hut zum Nest gemacht. Oh je, Rosine. Ich glaube, mit diesem Hut, da wird das auch nichts mit dem Reisen. Oh je, Rosine. Oh, schaut mal, wie traurig die ist, weil die jetzt gar nicht in das Hexenland zurückkommt. Was sagst du? Ah, das hast du mal so gehört. Aha. Die Rosine sagt, sie hat mal gehört, dass Kinder und auch die Großen sich ganz gut auskennen mit Hexensprüchen und Zauberdingen. Jetzt frage ich mal euch, was kennt ihr denn für Hexen- oder Zaubersprüche? Denn vielleicht können wir ja, wenn wir es gemeinsam machen, schaffen, die Rosine und den Rara wieder zurück ins Hexenland zu zaubern. Sollen wir das mal probieren, Rosine? Ja, dir wird das gut gefallen. Schreibt's mal rein, was kennt ihr denn für Zaubersprüche? Und dann können wir ja mal probieren, ob uns denn das gelingt. Schaut's mal. Schau mal, Rosine. Du kannst auch schon mal nachdenken, was du denn noch für einen Zauberspruch kennst aus der Vorschule. Vielleicht gibt es denn da was uns helfen kann. Wir warten einfach mal, was die anderen so hineinschreiben. Schauen wir mal, was da kommt. Ho, oh, da kommt gleich ganz viel. Das ist super. Tobias und Luise schreiben Hokus Pokus. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Und die Alina und der Lukas schreiben Abracadabra. Ja, das klingt auch wunderbar. Ja, sollen wir denn einfach mal probieren? Sollen wir es mal ausprobieren? Gibt es irgendwas, Rosine, dass du noch weißt, was so wichtig ist für die Zaubersprüche? Aha. Ah, die Rosine sagt, dass sie immer so, ihr habt ja schon mitgekriegt, die mögen ja so Hexenschleim und Schlangenhaut und sowas irgendwie. Und die Rosine hat gerade gesagt, dass
Und die Freya hat auch noch geschrieben, Abracadabra. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Anfang. Und ich würde mal sagen, wir probieren das jetzt aus. Und ich würde mal sagen, wir versuchen sowas wie, dass wir sagen, zum Beispiel Hokus Pokus, Abracadabra, Simsalabim. Und die Rosine hat mir vorher gerade ins Ohr geflüstert, hat sie gesagt, dass es vielleicht auch gut wäre, sowas zu machen wie Kröten, Dreck und Schneckenschleim. Wir zaubern uns ins Hexenland rein. Sollen wir das mal probieren? Also, wir probieren. Wir fangen an mit Hokus Pokus. Abracadabra. Simsalabim. Krötendreck und Schneckenschleim. Wir zaubern uns ins Hexenland rein. Was ist denn das, Rosine? Schau mal, das. Also, ein Schild? Sollen wir es mal anschauen, das Schild? Ha! Was steht denn da drauf? Da steht da drauf: Das beste Hexetestturnier. Rosine, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind im Hexenland gelandet. Was haltet ihr denn davon, wenn wir nun alle zum beste Hexe-Testturnier gehen? Das fände ich schön. Dann können wir die Rosine begleiten und vielleicht auch die Daumen drücken für die Hexen, die daran teilnehmen. Genau. Ja, die Freya hat vorher auch noch geschrieben, ein Zauberrezept. Das war ein gutes Zauberrezept, das ihr da vorher vorgeschlagen habt, denn das hat uns ins Hexenland gebracht. Schau mal her, Rosine, ich setz dich da mal so hin. Schau, dass du ein bisschen reinschauen kannst. So, setz ich dich da mal hin, dann kannst du so ein bisschen schauen. Ups, dein Kopf aufhält. Genau, dann kannst du von der Seite so schauen. Und ich hätte gesagt, wir gehen jetzt alle gemeinsam zum Beste Hexe-Testturnier. Schauen wir mal. Es ist im schönen Hexenland ein bitterböser Streit entbrannt, wer wohl die beste Hexe sei, von Buckeltal bis Kreuzberg 3. Schaut mal, da sitzen die Hexen schon auf dem Baum. Und die schauen, die machen da ganz grimmige Gesichter machen die, glaube ich. Ich glaube, die sind nun richtig am Streiten. Der König spricht: Alle zu mir zum beste Hexe-Testturnier. Am Abend mache ich dann bekannt die beste Hex vom ganzen Land. Schaut mal, hier sitzt er schon, den König in seinem Schloss. Und er hält so eine Fahne in der Hand. Habt ihr so eine Fahne schon mal gesehen? Ja, die Freya schreibt, ja, sie kennt diese Fahne. Hast du denn eine Idee, wo die vorkommt? Wo habt ihr die denn schon mal gesehen? Bei einem Rennen, genau. Ja, bei einem Wettkampf, einem Rennen. Da ist es manchmal die Flagge, die so geschwungen wird, wenn die loslaufen und vor allem, wenn die dann auch ins Ziel kommen. Ja, genau. Super, ihr kennt euch da voll gut aus. Das ist schön. Und hier, hui, schaut's mal. Bei einem Rennen, schreibt auch Freya, genau. Und schaut's mal, hier kommt schon die allererste Hexe. Das ist die Griselda Grauenstein. Griselda Grauenstein tritt vor, flüstert dem König was ins Ohr. Und plötzlich, wie ganz von alleine, wachsen dem König Ziegenbeine. Oh, Ziegenbeine, okay. Ui, da kommt schon die nächste Hexe. Das ist die Rosine schon auch mit, das ist die Tumina Tümpelschreck. Tumina Tümpelschreck ist dran und will nun zeigen, was sie kann. Sie hext schnell. Brabbel, brabbel, dem König einen Meisenschnabel. Ha, was hat der König jetzt? Ziegenbeine und Meisenschnabel. Ob das mal gut geht. Hui, da schwingt sich schon die nächste Hexe herein. Das ist die Magneta Mäusedreck.
Nun kommt Magneta Mäusedreck, verbeugt sich kurz und blickt ganz keck den Ziegen-Meisen-König an und hext ihm Adlerschwingen dran. Was hat der König jetzt? Ziegenbeine, Meisenschnabel und Adlerschwingen. Okay. Hui, da saust schon die nächste Hexe heran. Schau mal, Rosine, das ist die Eusebia Eulenpiep. Als nächste hext Eusebia Eulenpiep von Dromedar. Sie hext dem König unverfroren gar große Elefantenohren. Was hat der König jetzt? Ziegenbeine, Meisenschnabel, Adlerschwingen und Elefantenohren. Oh, da kommt jetzt eine Hexe, die wir schon kennen, zumindest vom Namen. Schau mal, Rosine, da ist deine Cousine. Das ist die Susemunde Sauerzack. Ja, genau, von der haben wir schon was mitgekriegt. Besonders gerne Schabernack macht Susemunde Sauerzack. Das wissen wir schon, denn schließlich hat sie uns das Tuch hier geschickt. Besonders gerne Schabernack macht Susemunde Sauerzack. Sie hext dem König gar nicht dumm ein Fischmaul. Doch nun ist er stumm. Was hat der König jetzt? Ziegenbeine, Meisenschnabel, Adlerschwingen, Elefantenohren und ein Fischmaul. Ein Fischmaul. Oi, oi, oi. Puh, ich weiß nicht, ob das gut ausgeht. Wer ist denn nun der Hexenstar? Susemunde? Tumina? Ist Eulenpiep? Die Spannung steigt. Ja, wer denn nun? Der König steigt. Die Hexen rufen laut. Wer? 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 Der König flattert hin und her. Sie fragen, wer ist auserkoren? Der König wackelt mit den Ohren. Die Hexen durcheinander rufen. Der König stampft mit beiden Hufen. Die Hexen schreien, sag es schon. Doch aus dem Fischmaul kommt kein Ton. Schaut mal. Und hier könnt ihr sehen, den König, wie der ganz verzaubert ist. Da seht ihr den König. Ui, und ich glaube, jetzt geht's gleich wieder los mit dieser Streiterei. Jetzt gehen sie richtig hoch, die Wogen. Es kommt ein Besenstiel geflogen. Die Hexen sanken wie versessen. Der König steht dort ganz vergessen. Da spürt der König wildes Zupfen. Vor ihm steht plötzlich Tillitupfen, das allerkleinste Hexenkind und ein frecher Wirbelwind. Oh, die Rosine daneben ist schon ganz aufgeregt. Das ist die Tilly, die kleinste Hexe. Schauen wir mal, was sie macht. Soll ich dir helfen? Fragt sie dann. Der König nickt. Sie bricht den Bann, zaubert in menschliche Gestalt den weisen König gut und alt. Und schaut's mal, hier seht ihr, womit denn die Tilly-Tupfen hier zaubert. Oh, da lösen sich ganz viele Tupfen und Punkte von ihrem Kleid, lösen sich da ab und zaubern den König wieder in seine richtige königliche Gestalt. Mit Königsstimme feierlich spricht er, Hexen, nun sage ich, wer von euch die Beste ist, von Buckeltal bis Krötenmist.
Wen denkt sie denn, wird der König auswählen zur besten Hexe? Was denkt's ihr? Wen glaubt's ihr, wird der König zur besten Hexe wählen? Oh, ich glaube, die Rosine hofft, dass sie die beste Hexe wird, aber sie hat ja nicht mitgehext. Wen denkt ihr denn? Oh, ich glaube, die Rosine ist ja schon ganz aufgeregt neben mir. Ist schon ganz hibbelig und kribbelig. Ah, die Freya schreibt die Tilly. Oh, Alina und Lukas schreiben Tilly Tupfen. Oh, Tilly Tupfen schreibt Freya nochmal. Ja, ihr denkt, es wird die Tilly sein? Schauen wir mal, ob es die Tilly ist. Es ist die kleine Tilly Tupfen. Die Hexen, sich die Haare rupfen. Sie schreien, toben und sie klagen. Warum? Das soll der König sagen. Er spricht. Tilly Tupfen Hexenkind war zur Stelle ganz geschwind, als jemand arg in Nöten war. Und dafür sind doch Hexen da, zu helfen, wenn sonst keiner schafft, mit Mitgefühl und Hexenkraft. Gutes tun, ohne Gewinn, das ist doch der Hexen Sinn. Puh, das war aber ein ganz schön aufregender Wettkampf. Puh, bei dem wir da dabei waren. Rosine, komm mal da zu mir. Nochmal zurück. Ja. Puh, Rosine, schau mal, die ist noch ganz aufgeregt irgendwie. Die ist noch ganz hibbelig und kribbelig. Und der Rara, ich glaube, der hat da auch ganz mitgefiebert. Okay. Ah, die hat's gut gefallen, der Wettkampf. Okay. Warst du ein bisschen traurig, dass die Susemunde nicht gewonnen hat? Naja, ich glaube, die Rosine hat das auch so gesehen, genau wie ihr, dass die Tilly jetzt mal da vielleicht zu Recht die beste Hexe geworden ist. Genau. Und jetzt sind wir mal mit unserer Lesung am Ende.